Was geht, Corey hier? Und heute möchte ich darüber reden, wieso ich an Jesus glaube. Ich wollte unbedingt dieses Video machen, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich sagen würde, ja, weil historisch gab es einen Jesus und es wird behauptet, dass er am Kreuz gestorben ist und dass er dann auferstanden ist und dass er wiedergesehen wurde. Ich war mir nicht sicher, wie ich das Thema anfangen soll. Und es heißt aber immer, wir sollen Zeugnis geben. Und deshalb gebe ich Zeugnis aus meinem Leben. Ich habe schon mal ein Zeugnisvideo gemacht, der ein bisschen gezeigt hat, wie mein Leben so aussah und wie ich verstanden habe, was Jesus wirklich für mich getan hat. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Heute geht es eher darum, wieso ich wirklich an Jesus glaube und wieso ich ihm nachfolge und dem nachfolge, was er gelehrt hat. Ich bin christlich aufgewachsen, also für mich war es normal, dass es Gott gibt. Und ich habe gebetet und ich habe sogar Bibel gelesen. Damals war es eher so, weil man das halt macht. Und die Gebete waren auch eher so, danke, dass ich das und das habe und bitte gib mir das und das und das. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Ich hatte eine gute Schulzeit. Ich hatte nie große Probleme oder Schwierigkeiten. Eigentlich mein ganzes Leben ist so, dass ich nie wirklich viele Probleme, viel Schlimmes in meinem Leben hatte. Und mittlerweile weiß ich auch, wieso das so ist. Weil ich Jesus nachfolge, natürlich. Und nach dem lebe, was er gelehrt hat. Zum Beispiel, wenn er sagt in Matthäus, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Für mich war es immer ganz normal, dass ich den schwachen, unbeliebten Mitschüler mit in die beliebten Gruppe sozusagen packe. Ich war so gut wie immer nett zu den Menschen um mich herum, hatte nie wirklich Feinde und auch die Leute, die mich am Anfang nicht gemocht haben, als sie mich kennengelernt haben, mit denen habe ich mich eigentlich super gut verstanden. Oder wenn ich jemanden nicht gemocht habe, das hat wirklich nicht lange gehalten, bis wir Freunde geworden sind. Also ich habe früh erkannt, dass das, was Jesus gelehrt hat, eigentlich eine Gebrauchsanweisung für dieses Leben ist. Und wenn du danach lebst, dann wirst du ein sehr gutes Leben haben. Klar, es ist nicht garantiert, aber so habe ich das gesehen. Aber ich kann auf jeden Fall versprechen, wenn du Jesus nachfolgst und nach dem lebst, was er gelehrt hat, dann wird dein Leben erfüllter sein. Vielleicht werden die äußeren Umstände nicht die besten sein. Aber nichts auf dieser Erde kann dich mehr erfüllen als das, was Jesus gibt. Und ich hatte auch ziemlich früh schon das Mindset, dass Gott an erster Stelle ist. Egal, ob es hart auf hart kommt, ich würde mich letztendlich immer für Gott entscheiden. Also vor Schule, vor Freunde und vor Familie sogar. Weil es ist so, wie wenn die Welt untergehen würde, wenn ein Tornado kommen würde und du siehst so ein paar Sachen, an denen du dich festhalten kannst, dann würdest du ja nicht an einem dünnen Ast dich festhalten oder an einer kleinen Blume, weil die würden ja abreißen. Sondern du musst dich an irgendwas festhalten, was du weißt, was für immer da sein wird. Und alles auf dieser Erde ist ja vergänglich, deshalb ich wusste, okay, wenn es hart auf hart kommt, dann werde ich mich an Gott festhalten, natürlich. Aber es war für mich einfach ganz normal, christlich zu sein. Also für mich persönlich, wie ich auch in einem anderen Video schon gesagt habe, dass nach außen habe ich es weniger öffentlich gelebt, dass ich Jesus nachfolge. Man konnte es vielleicht erkennen, wenn man mich irgendwie beobachtet hat, ja, guck mal her, der ist immer lieb zu denen. So vielleicht, aber ich habe nie gesagt, ich gehöre zu Jesus, ich gehe Sonntag in den Gottesdienst, ich lese die Bibel, ich bete. So, das habe ich nie gesagt. Aber es war für mich normal, christlich zu leben. Obwohl ich gar nicht verstanden habe, was es wirklich heißt, Jesus nachzufolgen und auch nicht verstanden hat, was Jesus überhaupt für mich am Kreuz getan hat. Aber als ich das irgendwann verstanden habe, dass Jesus wirklich für meine Sünden, für meine Schuld am Kreuz gestorben ist, da habe ich gesehen oder erkannt, dass da ein Unterschied ist zwischen mir und den Menschen in meinem Leben. Niemand war wirklich erfüllt. Und es ist immer noch schwer, das zu erklären. Es ist schwer, das zu verstehen, was ich damit meine. Aber ich versuche es trotzdem ein bisschen zu erklären. Und zwar habe ich in jeder Person ein gewisses Potenzial entdeckt. Ich habe einfach gesehen, wie gut könnte diese Person sein, wenn sie nur mit Jesus unterwegs wäre. Wenn sie diese Eigenschaften, die ich in ihnen sehe, diese Güte und Freundlichkeit und wenn das nur rauskommen würde. Und ich habe gesehen, als ich mich immer mehr Richtung Jesus entwickelt habe, habe ich gesehen, dass andere Leute immer das getan haben, was sie wollten. Aber dass immer mehr von ihrem guten Potenzial, was ich gesehen habe,
verloren gegangen ist. Wo mir das ganz klar geworden ist, ist in meinem Freundeskreis von damals. Wir waren so eine Clique und wir waren alle voll eng gut befreundet. Es ging so gut wie nie um Alkohol, Partys oder Frauen. Es ging einfach nur um diese Freundschaft, um Sport und einfach abhängen. Aber es ging um Freundschaft, so das habe ich gesehen. So diese Liebe untereinander, weil da waren alles Mögliche an Charakteren drin. Aber dann bin ich irgendwann weggezogen und bin dann nach ein paar Jahren wiedergekommen und ich habe nur gesehen, dass Freundschaften kaputt gegangen sind, dass Alkohol und Partys viel wichtiger geworden ist und dass alle nicht dieses Potenzial entfacht haben, was ich gedacht habe, was in denen drin ist. Der Grund dafür ist, dass sie nicht den Tipps, die Gebrauchsanweisung von Jesus befolgen, wie sie das Potenzial entfalten können und wie sie ein erfülltes Leben führen können. Jetzt, wenn ich mit Leuten von damals rede, ist in deren Leben nichts los. Wenn ich frage, was gibt's Neues? Ja, nichts. Und ich kann denen auch nicht viel sagen, weil bei mir dreht sich alles nur um Gott und um Jesus, um dass ich wachse, dass ich in Geduld wachse und dass ich in Liebe wachse und dass ich lerne, wie ich in Beziehung lebe und dass ich lerne, viel, viel, viel mehr Nächstenliebe zu zeigen gegenüber gerade Leuten, die ich zum Beispiel mir nicht zurückgeben können, wie zum Beispiel Obdachlose, dass ich da gerade lerne, ein bisschen an mir zu arbeiten. Aber bei meinen Freunden von damals, da geht es nur ums Leben. So nur ums, ja, das passiert, das passiert, das passiert, aber nicht um dieses Potenzial, was aus dir rauskommen könnte und was dich wirklich erfüllt. Und das ist der Grund, wieso ich an Jesus glaube und an das, was er gelehrt hat. Weil Jesus ist die Wahrheit. Ich hoffe, ich kann das in diesem Video gut zusammenfassen, was ich denke. Weil es ist immer schwer und ich mag diese Art von Videos, wo ich einfach nur reden kann, aber vielleicht zwischen den Zeilen und könnt ihr herausnehmen, wieso ich an Jesus glaube und wieso es einfach so viel Sinn macht, dieser Person nachzufolgen. Weil durch Jesus Christus bin ich erfüllt. Nichts auf dieser Erde erfüllt so wie Jesus. Nichts auf dieser Welt kann mich so viel besser machen wie Jesus. Keine Selbsthilfegruppe, kein Buch, kein Tipp fürs Leben kann so viel aus mir rausholen wie Jesus. Niemand hat so viel für mich gemacht wie Jesus, der für mich gestorben ist, der sich geopfert hat für mich. Keiner kann mich glücklicher machen als Jesus. In Zeiten, wo ich am Boden zerstört war, niemand konnte mir so aufhelfen, wie Jesus mir aufgeholfen hat. Niemand gibt mir mehr Sinn in meinem Leben als Jesus Christus. Das ist der Grund, wieso ich an Jesus glaube. Und ich hoffe, du konntest auch was rausnehmen für dein Leben. Und schreib du mir unten in die Kommentare, wieso du an Jesus glaubst. Und vielleicht weißt du es noch nicht, aber ich ermutige dich, einfach mal dich hinzusetzen und darüber nachzudenken, was für eine Wahrheit Jesus uns geschenkt hat. Und das war's für diese Woche. Ich werde die nächsten Wochen nicht da sein. Ich bin unterwegs und im Urlaub. Ich schau mal, ob ich noch ein Video irgendwie hochladen kann, aber sonst sehen wir uns in einem Monat. Aber bis dahin, Corey hier, ihr da, alles klar.